Solidarität ist, glaube ich, etwas, was man nicht als abstraktes Konzept einfach für sich annehmen kann, sondern man muss es lernen durch Begegnungen mit konkreten, lebendigen Menschen. Meine Großeltern kamen aus der Schweiz und aus Luxemburg. Sie waren katholisch, evangelisch bzw. reformiert und jüdisch erzogen. Meine jüdische Großmutter in Luxemburg heiratete meinen katholischen Großvater. Dennoch wurde ihre jüdische Familie, vor allen Dingen ihre Mutter, aber auch andere Verwandte, von den Nazis in Konzentrationslagern umgebracht. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, habe aber durch diese teils jüdische Familie, die in Luxemburg, aber auch in der halben Welt verstreut ist, schon früh kennengelernt, dass es eben passiert, dass Menschen vollkommen unschuldig aufgrund von Vorurteilen verfolgt werden. Meine Eltern hatten einen ziemlich großen Freundeskreis, darunter auch viele aus dem kulturellen Bereich. Und darunter waren auch homosexuelle Paare und das wurde nie versteckt oder verheimlicht. Und insofern habe ich das von Kindheit an ganz normal mitbekommen. Als ich dann nach Düsseldorf kam, um Kunst zu studieren, ist mir an der Kunstakademie erstmal der sehr patriarchale, macho-mäßige Geist aufgefallen und auch, dass wir fast keine weiblichen Vorbilder hatten. Daher haben wir eine Gruppe gegründet, Interessengemeinschaft Frauen in der Bildenden Kunst, und haben als Studentin feministische Kunsthistorikerinnen und Künstlerinnen zu Gastvorträgen eingeladen und konnten uns so mit ihnen austauschen. Günter Haferkamp, der schon seit ich ihn kennenlernte Flüchtlingsarbeit machte, also politische Flüchtlingsarbeit. Und da habe ich dann begonnen mitzuarbeiten und habe so natürlich Menschen aus verschiedensten Ländern kennengelernt. Dadurch haben sich Freundschaften entwickelt und so hat sich natürlich auch mein Horizont stark erweitert und auch mein kulturelles Wissen. Und das, glaube ich, ist auch sehr wichtig, um Solidarität empfinden und üben zu können. Aber wahrscheinlich der wichtigste Einschnitt war, dass durch meinen Freund aus Bangladesch, Hasnat Mia, Günther und ich damals die Möglichkeit bekamen, für 3 Monate nach Bangladesch zu reisen und dort durch die Hilfe von Hasnats Familie und natürlich auch durch politische Freunde in Bangladesch ganz viel kennenzulernen. Ja, und ich glaube, das hat wirklich meinen Horizont so erweitert, dass ich eben ganz andere Lebensweisen, die von Europa vollkommen sich unterscheiden, kennengelernt habe und auch dann dass unsere Lebensweise hier nicht mehr als den normalen Maßstab genommen habe.